Willkommen zurück bei Edering, Shadow of the Edetree. Und wir machen direkt weiter, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Ihr kennt den Drill. Schön, dass ihr alle noch dabei seid. Und wenn euch dieses Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Kommentiert fleißig schön für den Algo. Ja, wir machen direkt weiter. Was soll ich noch sagen? Es ist, wie es ist. Hier, also für alle, die nicht wissen, wie ich hier bin. Das schöne Elden Ring auf dem Fernseher. So wie es sein muss. Guck mal hier. So, wir gehen rein. Hier bin ich ja das letzte Mal durch einen unglaublich krassen Gegner gestorben. Ich glaube, noch nie hat den jemand besiegt. Guck mal, wie die reinhauen. Die sind normalen Typen, ne? Und da sind sie weg mit 200.000. Nur weil ich ein bisschen zeigen wollte. Hier, drei Schläge. Maul jetzt hier. Moin, Hufschmied. Warum vibriert mein Pad? Wenn das Pad vibriert, habe ich immer Schiss, dass ich irgendwo ein Drachen kommt. Okay, fuck it, jetzt wird's mir aber langsam zu bunt hier. Und?
Habe ich nicht was Schönes, was die alle drei gleichzeitig wegklatscht? Mesmer Soldier Shield. Kommt man von oben runter. Interessant. Braucht man auch da hoch? Wahrscheinlich nicht.
Mein Loot-Sensor sagt mir, da ist was. Er hat sich noch nie geirrt. Nee, was? Wieso? Von da oben kommt, dann kann man da auch einfach drauf. Das heißt, so secret ist das hier gar nicht. Runeforge Lava Intake. By Grace. If I see another rock, I shall find it. Of this I have no doubt. The altar of the forge cannot be far. Alter, das sieht geil aus. Hit them where they weakest. Ach, das ist aber hilfreich. Roll Catch immer.
nicht so leicht hinter mich zu kommen. Tatsächlich. Wollt ihr Seelen ruhen? Lasst mich in Ruhe. Ob ich denn Seelen? Seelen werden gefarmt. Nicht mit sich rumgetragen. Das ist alles keine geile Belohnung. Sommer Smithing Stones 2, die kann ich kaufen. Hier der geschmolzene Amboss mit dem zerstörten Schmiedehammer. Geil.
Guck. Mich, was das soll mit diesen Smithing Stones, ehrlich gesagt. Also die wissen ja auch, dass Leute, die hier den DLC spielen, in der Regel abgegradete Waffen haben. Was brauchen wir denn da? Smithing Stone 1 oder so, das ist doch nicht mehr die Güteklasse, in der wir unterwegs sind. Nein, Roll Catch, wie immer, ey. Oh. Ist das die PS4 oder die PS5-Version? Green Butt, dein Ernst? Das ist die Taschenrechner-Version. Ihr stellt manchmal Fragen. Leute, ernsthafte Frage jetzt mal, ne? Wenn ihr so Elden Ring und so spielt, habt ihr denn auch schon mal überlegt? Ich habe den Gedanken nämlich häufiger, wenn ich jetzt Verstecken spielen würde, wo würde ich mich verstecken in Elden Ring? Und dann gucke ich immer so und denke mir, ja, wenn ich mich hier hinstelle, würde mich nie einer finden. Habt ihr auch manchmal solche Gedanken, so wo ihr euch verstecken würdet, wenn ihr in Elden Ring Verstecken spielen würdet? Oder ist das just me? Ich habe schon echt ein paar richtig gute Verstecke gefunden.
wen ist er denn jetzt sauer? Aber exakt die gleiche Körperhaltung wie ich. Foreshadowing ist das nämlich. Alter, macht er einen Suplex einfach, oder was? Nee. No. No. Stimmt, ein Elbow Drop war das, nicht ein Suplex, ne? Was war nochmal ein Suplex? Hulk Hogan ist das. Na komm. Ja, ich weiß, das war nicht gut. Oh! Ach ja. Das ist aber interessant. Das ist ja interessant. Hüpfen wir jetzt drauf, oder? Puh.
eventuell auch über die Lava gehen. Mit Bloodhound Step, oder? Komplettes Trauma von solchen Treppen, weil ich immer denke, so, rollt mir ein Stein entgegen. Alles schon erlebt, alles schon erlebt. Anvil Hammer und Ancient Dragon Smithing Stone. Oh! Das ist natürlich ganz was Feines. Das ist die letzte Stufe für Spezialwaffen. Da sagen wir nicht nein. Und was haben wir jetzt gekriegt? Das scheint doch, das muss eine Waffe gewesen sein. Throwing Blade. Das ist auch eine neue Waffenkategorie. Reduced mass enhances the effects of to function as a throwing dagger for all attacks. Once thrown, the dagger instantly reappears at the wielder's hand. Unendliche Fernwaffe. Finde ich gar nicht so schlecht. Und was haben wir? Ach ja, die haben wir auch noch nicht getestet. Spread Crossbow. Arrow? Achso, das sind Arrows, Bolts. Bone Bolt, Explosive Great Bolt, Lightning Great Bolt. Ist doch aber alles falsch, oder? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Da unten ist doch ein Bolzen, oder ist das falsch? So, und dann haben wir noch den Anvil Hammer. Alter, guck uns euch an, ey. Das ist mal ein Stempel. So schlecht, oder? Aber war das wirklich schon alles? War das wirklich schon alles hier?
Habe ich noch irgendwas übersehen? Wir müssen eigentlich einmal über die Lava gehen. Wir testen mal kurz, wie tödlich sie wirklich ist. Das ausschalten. Wo schaltet man das aus? Der Pizzagag war nicht schlecht, ja. Dennis Heinrichs, meine Damen und Herren. So, ich wollte doch eigentlich jetzt hier Anti-Feuer ausstatten. Flame Drake. Oder? Ich weiß nicht, ob das so einen Unterschied macht. Das hat sich nicht gelohnt. Bloodhound Step. Haben die den auch genervt oder was? Ist er noch schlechter? Als einfach nur laufen. Ja, okay, ich glaube, wir können mal davon ausgehen, dass hier keine Geheimnisse sind. Oder? Gut. Versuch was wert. Versuch macht klug, sag ich immer. Okay. Ich glaube, wir haben alles hier. Ich würde doch tatsächlich mal kurz auf die Toilette gehen und mich in 30 Sekunden, naja, okay, 3 Minuten, zurückmelden. Okay, Leute? Bis gleich. So, weiter geht's, Leute. Wir machen einfach weiter. Was soll ich sagen? Ich brauche ein Klo. Wo bin ich denn? Achso, hier in diesen Dingern. Gar keine Flasks mehr. Ich könnte ja eigentlich mal kurz bonfiren. Bonfiren? Das ist auch ein schönes Verb. Kommt auf meine Bonfire. Auf meine Geburtstagsbonfire. So. Folgendes, Freunde. Folgendes. Wir müssten eigentlich... Ne, müssen wir eigentlich nicht. Was höre ich hier? Wir müssten eventuell ins Main Game. Kann ich hier eigentlich...
unverändert. Alles am Arsch hier. Beziehungsweise. Brauch ich. Ein paar Seelen. Für was ich brauche zum Upgraden, oder? Noch einmal. Wieso heilst du dich nicht? Ach du Schmuck. Witzig. Warum hast du denn nicht die Estus ausgerüstet? Zwarbolicious. Ja, Spiel gucke ich um 21 Uhr natürlich. Und mein Tipp ist, Frankreich wird gewinnen. Aber, naja. Schauen wir mal. Schon wieder nicht die Estus aus. Verfickte Scheiße, wieso habe ich denn die Estus-Flask nicht ausgerüstet, ey. Jesus. Ich habe 3 von diesen Somber Ancient Smithing Stones. 3 Waffen kann ich auf Max Level noch machen. Erstmal Soldier. Ah, da ist er. Warped Axe.
Das ist sie, ne? Jetzt wird es schon langsam enger. 23. 24. Ancient Dragons, was denkst du? Machen wir auf 25. So, dann. Wir haben natürlich noch, die müssen wir uns jetzt noch holen. Was nehmen wir denn? Oh, wir haben ja hier was Neues, können wir ausprobieren. Blinkbolt ist neu. Und dann machen wir wahrscheinlich Heavy, um einen S-Rank zu kriegen. Ne? 264 sind 686. 740. Quality wäre heavy. 670. Das macht Sinn. Und jetzt holen wir uns noch die geile Ash of War. Das Gute hier an der Warped Axe ist, dass sie einfach ein extrem schnelles Moveset hat. Wie wir gleich mal sehen werden. Dafür, dass das eine heavy, ziemlich schnell staggernde Waffe ist hier. Schneller als so manches Schwert. So, hier ist die neue Ash of War Blinkbolt. Das Gefühl ist auch eher was für PvP, wenn der einer wegrollt. Ist auch nicht viel krasser als der Step. Ja, vielleicht kann man das noch irgendwo sinnvoll gebrauchen. Das ist sie. Crackblade. Dass ich die nicht hab. Scheiß NG Plus. Egal, ich sie weg. Was war denn da jetzt am Boden? So, wollen wir mal gucken, ob Jack recht hatte. Und jetzt machen wir das hier. Da. Ich glaube, 700... Kult könnte sogar noch besser sein. Warte mal. Das ist doch besser. Okkult ist besser als Heavy. Trotz des S-Ranks. Hier haben wir sogar 800.
Osei, danke schön für den Tipp. Okay, weil mein Arcane-Wert so hoch ist, ich schätze mal bei Strength 80, könnte es schon wieder anders aussehen, aber das ist auf jeden Fall auch ordentlich. So, wie komme ich jetzt wieder zum Lands Between? Elmo, dankeschön. Sowohl für das Kompliment als auch für den Sub. So, jetzt haben wir schon 1021 Damage. Ich weiß nicht, wie lange der Buff bleibt, ehrlich gesagt. Wir wollen es gleich mal ausprobieren hier. Ja, schöne neue Waffe auf jeden Fall. Auch mal ein bisschen was anderes. Attacks oder ich mag ja meine Jump Attacks. Jetzt haben wir hier Poison-Sumpf. Was haben wir hier? Was habe ich hier? Ah. Festive Breeze. Das ist neu.
feierliche Schmiere? Immer weiter runter. Wie weit bis zum Ziel? Da hinten ist noch was. Eine sehr präzise Angabe für euch da hinten. Hey, das sieht geil aus, da in diesem Nebel. Gebirge oder was? So knapp. Ah, der Build-up, der Build-up! Zu spät. Ich auch immer ins Risiko gehen muss, ne? Nie einen auf easy machen. Drecksratten immer, ey. Alter, mein Pferd ist zu schnell, ich krieg die Kurve nicht. Das sind wirklich immer die vermeintlich einfachen Gegner. Postamt.
Da würde ich doch jetzt gerne mal wissen. Wir haben ja gerade eine Chatnachricht von Postamt 87. Und da würde mich einfach mal interessieren, warum nennst du dich Postamt? Das ist die ganze Bandbreite der Namen. Du könntest dich Fabrizio nennen oder Gennaro oder King Blood Boy 6000. Aber warum Postamt 87? Twist. Er heißt wirklich Postamt. Ach, nein, wir wissen es nicht. Aha. Was ist hier? Was ist das? Das ist das Pferdchen. Waldemar Anton wechselt für 22 Millionen zum BVB. Ja, wenigstens kriegt ihr Geld dafür. Überleg mal, wie viele Vereine, Gladbach mit Thüram und so weiter, Spieler verloren haben, ohne Kohle zu kriegen. Also insofern. Aber ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich weiß, wie es ist, wenn man ein geiles Team zusammen hat und das Team wird dann einfach zerpflückt. Was ist das hier? Der war damals frei auf Twitch. Ja, das ist eine sehr gute Erklärung. Das wundert mich, ehrlich gesagt, weil Postamt 87 ist natürlich ein sehr begehrter Name. Da hätten wahrscheinlich viele gerne zugegriffen. Aber du warst einfach schneller. Deshalb bist du der einzige Postamt. Ich kann nicht damit interagieren. Oh, holy shit, was ist jetzt passiert? Somewhere a spirit spring has been unsealed. Oh, das ist neu, geil, okay. Wenn man drauf hüpft. Wir gehen erstmal da hinten in diese Hütte abchecken. Talisman of the Dread. Raises potential magma. Bale. Den werden wir wohl noch treffen, den Bale. Den Magma Bale. Was mit dir? Oh Bale, Tyrant Drake, do your wounds yet ache? Is your fury still yet to crest its zenith? Hurry, hurry, and lay it all to waste. Lay waste to the proud, the conceited each. Every last on earth. Dieser Bale, den mag ich jetzt schon nicht. Der wird noch zum Problem für mich, der Bale. So wie auch zum Joker, ja. Okay, aber hier ist nicht mehr viel. Checken wir jetzt mal das Spirit Jump Pad ab, oder? Oder?
Gardu Altus. Oh, shit. Fort Reprimand. Ein guter Einstieg in so eine, in so einen Dungeon. Pferdchen. Und wir kommen gar nicht mehr zurück. Sehr gemacht. Weil du nämlich im Dungeon den, das Pferd nicht benutzen kannst, kommst du jetzt gar nicht mehr hier zurück. Vielleicht hätten wir woanders landen können. Oh oh, ein Omen Knight. Zwei dumme Eingriffe. Blessed Bone Shard. Used for crafting items. Exceedingly rare to find. Shard of bone with a golden shimmer. Used for crafting items. Exceedingly rare bone fragment alone. No scattered tree. Broken from the remainder of a blessed. Schnapsna. So richtig sehe ich noch nicht, was hier der geile neue Bastelscheiß ist. Oder? Das sind mal lange Lanzen. Nur schade, dass sie sich auflösen, sobald sie den Boden berühren. Hmm.
wohl runter, was? Oder hier rüber? Bonfire klar machen hier. Yo, Mr. Goodhart, was geht ab? Noch einer. Theoretisch jetzt hier runter. Da ist nämlich auch ein Bonfire. Und hier die Gegend weiter erforschen. Aber wir können auch die Fort erst machen. Wenn wir schon hier sind, können wir auch hier bleiben. Da wollen wir nicht runter. What the fuck? Was geht denn hier ab? Wo kommt der denn jetzt her? Ey, Miyazaki und seine Käfige, ne? Flame Drake Talisman, ja geil. Hier ist dicht. Da kamen wir her, dann gehen wir hier weiter. Also ich finde jetzt schon die Dungeons, die ganzen... Das ist ja noch kein Legacy-Dungeon hier, aber so die Standard-Dungeons finde ich jetzt ehrlich gesagt schon besser als im Standard-Game. Die wirken ein bisschen liebevoller designt. Nicht ganz so. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also manche waren schon sehr belanglos im Hauptspiel. Manche waren ja einfach nur so ein Innenhof und das war's. Mit den Smithing Stones geht mir langsam so ein bisschen auf die Nuss.
In welchem Dungeon bin ich gerade? Ich habe vergessen, wie der heißt. Fort Reprimand. So, jetzt nehmen wir uns den Dicken hier vor. Scheiße, hab ich überhaupt nicht mitgerechnet jetzt. Da muss man auch mental für ready sein, ne? Shit, das wäre ja mal ein First Try zur Abwechslung mal was Nettes gewesen. Nee, wo war das hier? Ich hab auch den Big Screen, Leute. Also, dass die den Phantom-Slash genervt haben, ne? Genervt haben. Das nehme ich wirklich FromSoft übel. Meine absolute Lieblingsattacke. I don't like it. At all. Ash of War, Aspects of the Crucible, Wings, Chicken Wings. Nice. So Leute, ich glaube es ist Zeit. Wo ist denn der andere Hammer? Ich dachte, ich habe zwei. Habe ich den anderen Hammer von Maika nicht hochgelevelt? Das ist ja dumm. Okay, schwimmen wir nur mit einem.
Kamin ist eigentlich auch nichts. Nope. Hä, war ich hier nicht schon? Nee, das sieht nur so aus. Na, jetzt geh doch hoch! Festive Grease. Not grease made from mixture of bone shards crafted by coats, armament imparting a festive incantation that grants the wielder a scant of few wounds. On landing attacks, the effect lasts only for short time, the life of the... Na toll. Ein Buff, mit dem du mehr Runen kriegst pro Treffer. Und das ist hier in so einer prominenten Schatzkiste. Da ist so ein Siegel. So ein Ding auf jeden Fall. So eine geile Weitsicht. Da vor, genau über meinem Kopf ist jetzt hier dieser Fire Giant, der Wicker Man, der erste, den man sieht, wenn man den DLC betritt. Da sehen wir den ausgehöhlten Drachen. Ich glaube, wir können mal Richtung Main Gate gehen jetzt. Aber so ein Cookbook da oben für irgend so ein Grease, also ich weiß nicht. Das ist ja die Mühe, die Treppe da hochzusteigen, die Leiter nicht wert, oder? Bewacht von so einem Crucible Knight? Ich weiß nicht. Da habe ich jetzt mal was Geiles gemacht. Wie kommen wir denn? Ist ja der von vom Anfang. Okay, jetzt raff ich das. Okay. Hier können wir auch einfach runter, oder? Nee.
Gefühl, der ist vielleicht nicht alleine. Geht's noch runter? Das checken wir gleich noch ab. Und hier am Galgen noch ein Item. Hängen wir out. Ist auch runter. Noch einen Boss? Noch einen anderen? Ah, ne, das ist die andere Seite jetzt. Fireproof Pickled Liver. Hier. Hä, Moment, hier war ich doch schon. Dann bin ich hier das letzte Mal. Ah, ja, ne, ich bin nicht gerade ausgegangen. I see. Okay, ich bin nicht da gerade aus, ich bin da rechts nämlich abgebogen. Sonst wären wir hier lang gekommen. Okay. Aber ich fürchte fast, das war's, weil wenn man jetzt hier runter jumpt, müsste eigentlich. Ich mich nicht irre. Hol mir den. Shadow Realm Rune. Iris of Occultation. America's Rune. Used to gain 80,000 runes. An iris that is darkest night place on the eye of another to deny them light in all forms can also be used to receive the blessing of an equipped great rune at the cost of all runes currently held. In the realm of shadow, this artifice was employed by the priests of the Earth Tree to intensify the fears.
Mesmer Soldier's Ashes. Da sind wir hochgejumpt. Was ist jetzt das? Auf welcher Seite bin ich denn jetzt gelandet? Okay. Warum? Egal. Das bringt uns doch gar nichts, oder? Okay, wir sind aber jetzt am Frontgate angekommen. Wie man hier sieht. Ja, ich glaube, wir haben uns durchgelootet. Durch die Burg. Und wer weiß, wo es hier hinter dieser Höhle hingeht. Dann halt nicht. Ja nun, also wir sind gestartet hier, dann sind wir... Man müsste diesen Heroes Path wie in Breath of the Wild, das wäre geil. Dann sind wir erstmal hier lang, dann sind wir hier lang, dann sind wir hier lang. Dann sind wir hier. Da hätten wir hier durch den Felsspalt gekonnt. Wahrscheinlich dann hier hin. Sind wir aber nicht. Wir sind stattdessen hier rüber. Haben hier die Zelte gemacht. Hätten dann hier in die Castle rein. Haben wir aber nicht. Sind stattdessen hier unten lang. Richtig? Dann sind wir hier gejumpt. Dann sind wir hier lang und hier lang. Das war so bislang der Weg. Achso, und hier war ich natürlich auch schon. Einmal an der Burg vorbei. Wo war der Fucker aus der letzten Folge hier, ne? Fogrift Catacombs war das, der Death Knight. Der eigentlich ganz geil ist zu bekämpfen. Oh. Entschuldigung. Okay, Leute. Das war's für heute erstmal. Vielleicht komme ich später heute Nacht nochmal nach dem Fusi und so nochmal ran. Aber das weiß ich noch nicht. Elden Ring, Leute.